Bruder Chris verbrachte sein Leben damit, seine beiden Leidenschaften zu vereinen. Medizin und Entfesselungskunst. Heureka, eine mögliche Heilung. Lust auf einen Spider-Man-Kuss? Ich sag's nur ungern, aber wir sollten den Jungen ausgraben. Gibt's Freiwillige? Ich grab Jungs immer an. Ja, natürlich rede ich mit den Autoren. Ich seh's wie du. Es gibt noch vieles, was wir über deine Figur erfahren könnten. Okay, danke, weil sind wir ehrlich. Ja, ich bin eingeölt und ja, ich bin gehörlos. Aber was bin ich sonst noch? Ich bin bei dir. Danke, Mann. Okay, wir wären dann soweit. Ich komme sofort. Wer ist der neue Junge? Lecker, schmecke! So, ich bin fertig mit Schneeschaufeln, Mr. Herbert. Danke, Chris. Aber hier drinnen ist noch mehr Schnee. Wissenschaftler haben errechnet, dass die Erde morgen in den Sog geraten wird. Richtig, Tom. Alles Leben auf der Erde wird innerhalb von 24 Stunden zerstört werden. Oh mein Gott! Mom, ist das wirklich wahr? Es sieht ganz danach aus, mein Schatz. Das ist das Ende der Welt. Ach du große Kacke! Ich glaube, mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Hi. Oh, hey, ich glaube, ich habe mich in der Tür geirrt. Ich wollte zu Mr. Herbert. Nein, du bist richtig. Ich bin seine Großnichte, Sandy. Wow, mein Name ist auch Chris. Hallöchen, Chris. Glückwunsch zum Valentinstag. Hoffentlich bringt Amor dir einen hübschen alten Sack. Tag, Mr. Herbert. Ich wollte nur die Zeitung kassieren. Bitteschön. Moment, dein Hosenstall ist schon wieder zu. Danke, Mr. Herbert. Ich laufe weg und niemand wird mich wiedersehen. Gut, hau ab. Dich wird keiner vermissen. Du bist nur ein kleiner Dieb. Wo willst du hin? Warte, an wen willst du dich wenden? Du hast doch nicht mal Freunde. Hi, ich bin zu Hause abgehauen. Darf ich vielleicht bei Ihnen wohnen? Bei mir wohnen? Ich glaube, ich muss mich zwicken, um sicherzugehen, dass ich nicht träume. Halleluja, es ist wahr. Alles okay? Ja, es ist okay. Ich bin vielleicht nicht König, aber ich habe gelernt, dass ich kein Mitleid brauche. So gefällst du mir, Chris. Und hey, du bist zwar nicht der Schulballkönig, aber du wirst immer mein Bruder sein. Danke, Stewie. Es bedeutet mir sehr viel, dass ich weiß, dass meine Familie immer für mich da ist. Oh, hey, Chris. Das ist Tyler. Mach jetzt bitte keine Szene. Ein echter Gentleman. Ach, da bist du. Wie war dein erster Tag nach dem Kurs? Er war furchtbar. Dieser Kurs hat keinen Unterschied gemacht. Niemand will was mit mir zu tun haben. Tag, Mr. Herbert. Oh mein Gott, Kinder, lauft! Das ist der Perversling. Alle sofort in meinen sicheren Keller. Au! Oh, jetzt ist mein Rücken kaputt. Ich bin verletzt, Kinder. Ist das Eis erst, wenn ich unten bin. Der ist so scharf. Ich würde gern mit ihm reden, aber ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Ich weiß genau, was man sagen muss. Vielleicht kann ich dir helfen. Das würdest du machen? Gern, gleich nach meiner Lieblingssendung. Und nun, Kinderschänder auf frischer Tat ertappt, die stolz darauf sind. Guten Abend, Sir. Ich bin Chris Hansen von Dateline. Wissen Sie, dass der Junge, mit dem Sie sich hier treffen wollen, erst 13 Jahre alt ist? Glauben Sie etwa, ich fahre 900 Meilen für einen 14-Jährigen? Es ist 18 Uhr, ich bin noch nicht müde. Ich habe dir 3 Becher Erkältungssirup eingeflößt, du wirst bald schlafen. Okay, gute Nacht, Mr. Herbert. Süße Träume, Chris. Was ist das Wichtigste im Leben? Am wichtigsten ist es, neue Dinge auszuprobieren, koste das Süße und das Bittere. Hab keine Angst, alles anzunehmen, mit dem das Leben dich konfrontiert. Wow, so habe ich das noch nie gesehen. Danke, Mr. Herbert. Hallo, kleiner Fratsch. Wir haben uns einen schönen Tag ausgesucht, nicht? Halt dich vom Arsch meines Bruders fern. Was ist denn nur passiert, Brian? In Somalia hat's auch ohne Regierung funktioniert. Aber wir haben's mal wieder voll vermasselt. Sieht ganz so aus. Moment mal, ich weiß vielleicht einen Ausweg. Und zwar? Wir reden mit dem Kerl, der uns das eingebrockt hat. Der weiß Rat. Oh, hi Sandy. Was geht ab? Was soll ich sagen? Du sagst Chris? Ich bin nur gekommen, um dir zu sagen, naja. Chris, ich bin nur gekommen, um dir zu sagen, naja, ich bin ein einsamer alter Mann.
Wirklich? Danke, Onkel Herbert. Wie kann ich dir das je zurückzahlen? Na ja, ich hätte da eine Idee. Sag mal, wenn ich dir ein Sandwich besorge, bekommst du Chris dazu, darauf zu furzen? Aber neue Dinge können einem auch Angst machen. Nein, Chris. Das Leben ist wie ein neuer Baseballhandschuh. Anfangs glaubst du, du fängst nie ein Bällchen damit. Doch dann ölst du ihn ein, dehnst ihn ein bisschen mit deinen Fingern und schon bald fühlt er sich an wie eine zweite Haut. Das hört sich sinnvoll an. Entschuldigung. So sinnlos ist noch nie ein Cialis verschwendet worden. Hey, Christopher, wo geht's denn hin? Hi, Mr. Herbert. Mein Dad hilft mir, ein Hobby zu finden. Dafür hast du dir einen schönen Morgen ausgesucht. Chris, verschwende unsere Zeit nicht mit den Alten, die sterben. Bitte, Gott, lass mich an seiner Kappe schnüffeln. Lass mich an seiner Kappe schnüffeln, mehr will ich nicht. Jetzt will ich mehr. There ain't no doubt I love this land. God bless the USA. Oh mein Gott, das war wunderschön. Ich bin echt stolz, Amerikaner zu sein. Und ich liebe mein Land ab sofort noch mehr als je zuvor. Will einer von euch mal meinen Orden sehen? Is for the only one. Was hast du mit meinen Videos gemacht? Die waren geordnet. Ich habe nach einem guten Film gesucht. Von den meisten habe ich noch nie gehört. Jeffrey allein im Park? Mikeys Skoliose-Untersuchung? Die besten Neffenpurzelbäume? Auch wenn du nie von denen gehört hast. Vom Alphabet hast du sicher gehört. Erklär mir bitte, warum Sammy lutscht Eis vor nachts im Schlafsaal steht. Gottes vergessene Kinder? Von dem habe ich gehört. Nein, in dem Film geht es um andere Kinder. Fahr schneller! Ich kann nicht schneller. Wo wollt ihr hin, Jungs? Hey, ich will nur mit euch reden. Kommt doch auf ein Glas Wein und ein Stück Obstkuchen zu mir und dann gehen wir ins Hinterzimmer und spielen Such die Schlange.